Moin Leute! Das wird gut. Glaubt mir. Haha, Hund, nicht ablecken, bitte. Das wird gut. Ich habe mich seit Ende der Beta drauf gefreut, das Video hier zu machen. Und es kamen so viele andere Sachen. Und ihr merkt, es super viele Videos, super viele Sachen, worüber ich gerne sprechen möchte. Es macht einfach Spaß, wenn was Neues kommt. Und mir persönlich macht es Spaß. Die Zahlen sind gut. Neue Abonnenten kommen dazu. Herzlich willkommen, jeder. Man hat ja irgendwie so sein Projekt. Und Vanguard war einfach auch für mich absolute Rütze. Also Vanguard war langweilig nach 4 Wochen, weil einfach die Entwickler sind einfach 3 Monate in Urlaub gegangen. Es war alles kaputt. Also so kaputte Games auf Dauer spielen macht mir halt keinen Spaß. Und ich bin dann auch jemand, ich bin Gott sei Dank nicht auf das Geld von YouTube oder Twitch oder Werbeverträgen angewiesen. Ist natürlich trotzdem schön, das mitzumachen. Aber ich muss Gott sei Dank kein Video machen, nur um Geld zu verdienen. Habe ich Gott sei Dank noch nie gebraucht und hoffentlich werde ich es auch nie brauchen. Aber ich habe halt so viel Motivation in mir und deswegen freue ich mich, dieses Video machen zu können. Vorab, ich werde euch meine finalen Gedanken zur Beta geben und viele Sachen, die ich so noch nicht ausgesprochen habe bisher. Es wird ein bisschen böse auch vielleicht, okay? Aber eins vorab, und das ist ganz wichtig für mich. Ich habe die Beta über 60 Stunden live gespielt. Das habe ich nicht gemacht, weil ich es musste, sondern weil ich es wollte. Und ich hatte den Spaß meines Lebens. Und ich werde jetzt richtig über Infinity Ward herziehen. Vielleicht ist das für einige von euch verwirrend. Ich versuche es euch kurz noch einmal zu erklären. Dieses Game ist mit allen Entscheidungen, mit jeder einzelnen Entscheidung. Minimap nicht richtig, Totenstille nicht als Perk, sondern als Feldaufrüstung, die, wenn ihr sie aktiviert, einen Ton macht. Ich habe diesen Ton die ersten 2 Tage in der Beta gehört, bis ich gecheckt habe, dass das Leute sind, die Totenstille aktivieren. Also, wie behindert eigentlich? Ich aktiviere etwas, was mich leise machen soll und bin dann lauter als alle anderen. Die Sprint-Out-Times. Ihr braucht, wenn ihr sprintet, im Tactics-Sprint seid, fast eine Sekunde, bis die Waffe überhaupt bereit ist zu schießen. Das ist übrigens das Vierfache der durchschnittlichen Time to Kill. Das heißt, in der Zeit, wo ihr aus dem Sprint kommt, kann euch ein Gegner 4-mal töten. Nicht davon zu sprechen, dass Totenstille ja, als Perk nicht da ist. Dafür die Fußschritte so laut, dass ihr einen im Spawn hören konntet, wenn ihr im anderen Spawn wart. Dazu, ein paar Bilder kriegt ihr so zwischendurch und Images, das ist lustig, ich mag das. Das Spawn-System ist ein Squad-Spawn-System. Das heißt, es ist nicht Seite A spawnt da und Seite B spawnt hier, sondern Seite A kann hier spawnen, aber auch da und dort und überall anders. Das haben die Idioten von Infinity Ward natürlich so gemacht, damit niemand gespawntrappt wird, was schon seit Jahren überhaupt gar kein Thema mehr ist. Und schön alle auf einem Fleck spawnen, denn wenn einer tatsächlich die Frechheit hat und bis dahin rusht, soll er von allen 6 Sentinels gefickt werden. Alter Falter, dieses Spawn-System bringt so viel Chaos in die Runden. Und jemand wie ich, der ein sehr erfahrener und ich würde behaupten, relativ guter Spieler ist, versucht anhand der Minimap und Schüsse und Orientierung der Teammates sich zu orientieren, zu gucken, okay, ich habe jetzt einen getötet und ich sage euch, wie es abläuft. Man guckt auf die Minimap, wo seine Teammates sind, guckt, wo man ist, wo die freie Fläche ist, guckt unten links, wer wen gekillt hat. Und wenn man dann sieht, ein, zwei blaue haben ein, zwei rote Gegner getötet, wisst ihr, zwei, drei könnten in der Mitte sein, ich höre was, da vorne ist der Spawn, da will ich hin. Das hat man gelernt mit der Zeit. Jeder von euch hat das irgendwann gelernt, so auch analytisch, das geht ja in Sekundenbruchteilen zu machen, ist nicht mehr machbar. Und jetzt werdet ihr euch denken, aber so viele Entscheidungen, die nur für Bots gemacht sind. Und ich sage euch, wie das ist. Modern Warfare 2 ist für wirklich die absolut schlechtesten Spieler der Welt gemacht. Das muss man einfach so sagen. Sie haben mit dem Movement, mit allem, was sie geändert haben, es dauert 6 Sekunden, um eine Drohne und Konterdrohne zu aktivieren. Sie haben mit jeder einzelnen Entscheidung die Skill Gap, das heißt der Unterschied zwischen einem talentierten Spieler und einem, der es halt nicht lernen kann oder will oder neu ist, auf so ein Minimum gesetzt, dass man kaum noch unterscheiden kann, ob Scampi spielt oder Hans Detlef Norbert. Und all diese Sachen, das ist jetzt schlimmer als in MW19, wie ich finde. All diese Sachen müssten eigentlich dafür sorgen, dass ich sage, ja, das gebe ich mir nicht, ich gebe mir lieber die Kugel. Eine Sache, die das Ganze wirklich komplett aufgewertet hat, waren die Maps. Das Map-Design fand ich wirklich sehr gut, die haben mir alle gefallen, bis auf Museum, das ist eher eine 12 gegen 12 Map.
Oder man macht so eine Strike-Version, wie man das ja auch Miami in Cold War gemacht hat. Miami Strike, erinnert euch vielleicht dran. Die kleine Version top, die große Version war absoluter Schwachsinn wieder. Aber es war die einzige Map in der Beta, die mir nicht gefallen hat. Farm hat mir gefallen, Mercado hat mir sehr gut gefallen und und. Achso, weil ich vergessen habe, keine Nameplates. Sie weigern sich, Nameplates ranzumachen. Haben auch schon gesagt in ihrem Blogpost. Nichts über Minimap, nichts über Totenstille. Footstep-Audio, ja, machen wir noch ein bisschen anders. Was auch immer das heißt. Und nichts über den Namen, dass man erkennen kann, dass es ein Gegner ist. Warum auch immer. Damit Noobs beschützt werden. Keine Ahnung. Aber ihr seht es, irgendwie, ich verstehe diese Entscheidung nicht. Außer man betrachtet es rein vom wirtschaftlichen Aspekt. Es gibt 1% Hardcore-Gamer wie euch, die YouTuber gucken, bei Twitch gucken, selber Hardcore spielen. Also Hardcore im Sinne von viel spielen. Es gibt 99% absolute Bots. Diese Lobbys, die seht ihr nur, wenn ihr 5... Ganz ehrlich, wenn ihr mir nicht glaubt und viele sagen ja immer, die Spiele sind alle besser geworden. Am Arsch sind die alle besser geworden. Die haben so viele Millionen neue Noobs dazu bekommen. Tötet euch mal 5 Runden selber und lasst euch in einer Runde töten. Guckt auf den Boden, sprintet nicht, nehmt eine Kackwaffe, schießt umher und macht das mal 5 Runden. Und dann spielt ihr mal 1-2 Runden. Und dann, wenn ihr das gemacht habt, sagt mir nochmal, dass die Spieler besser geworden sind. Ihr kommt in Brackets rein. Das sind Leute, die, um die ihr im Kreis laufen könnt. Und das sind die Spieler, die wir früher alle gehabt haben. Alle Entscheidungen, die Infinity Ward getroffen hat, sind ausschließlich dafür da, dass der größte Bot auf dieser Welt in diesem Spiel klarkommt. Und trotzdem habe ich persönlich riesigen Spaß in der Beta gehabt. Es ist immer noch besser als Vanguard. Vanguard ist ein Betrug von einem Spiel gewesen. Das ist bis heute nicht fertig. Bis heute habe ich jede Runde Paketverlust in Vanguard. In der Beta von Vanguard konnte ich die Beta nicht richtig spielen, weil ich am ersten Tag der Beta gar keinen Ton hatte. Über 8 Stunden, es war kein Ton in diesem Game, es hatten viele PlayStation-Spieler. Und am zweiten Tag haben sie den Ton so laut gedreht, dass ich wirklich, und es ist nicht übertrieben, auf 5% der Maximallautstärke spielen musste. Also, Sledgehammer, Paketverlust, die Shotguns broken, es hat alles gebrannt, das Krampus-Event hat irgendwie 6 Wochen gedauert, weil sie vergessen haben, es rauszunehmen. Die Waffen... Tarnung in Vanguard, ihr merkt das, da kriege ich Kopfschmerzen, wenn ich dieses Game denke. Modern Warfare 2 klingt besser, sieht besser aus, ist viel weiter in der Entwicklung. Die ganzen Entscheidungen, die getroffen worden sind, sind Gegenspieler wie mich, aber ich will ehrlich sein, ich habe mich da jetzt mittlerweile angepasst. Ich habe in der Beta trotzdem schnell gespielt und habe einen Trick, der hat mir geholfen, weil man ist im Stream und man regt sich dann auch so auf und das ist dann blöd für Zuschauer und sowas. Aus Runden, die jetzt wirklich richtig schwitzig waren oder so richtig nervig und wenn ich schon 1000 Runden jetzt in 60 Stunden hatte, bin ich mit der Party einfach rausgegangen und habe mir eine neue Runde gesucht. Und das habe ich pro Stream bestimmt 2-3 Mal in 8-9 Stunden gemacht und ich garantiere euch Leute, ihr fühlt euch viel, viel besser. Da geht es nicht darum, dass man komplette Noobs dann sucht, sondern... Wenn da so eine richtig nervige Lobby ist, Leute, die alle nur campen oder die alle der Meinung sind, sie werden TikTok-Weltmeister. Ich bin 31, habe in meinem Leben wahrscheinlich 5 Milliarden Runden COD gespielt, brauche ich alles nicht mehr. Und es hilft so sehr, man nimmt die Sachen dann auch nicht zu ernst, man hat wieder mehr Spaß, man sucht sich Challenges, so viel Sachen. Das heißt, die Beta fand ich wirklich auch vom technischen Stand gut. Wie das mit den Waffen aufgebaut ist, kein Totenstille, Lautstärke so groß von den Fußschritten, Minimap, ist alles so richtig behinderte Entscheidungen. Aber sie wollen Geld verdienen. Die Casual Gamer sind die Mehrheit von uns. Wir sind die Minderheit. Wir alle sind 1%, vielleicht 0,5%. Und ich sehe auch immer wieder in den Kommentaren, wir müssen es boykottieren. Ihr könnt es boykottieren, könnt ihr machen. Viel Spaß dabei. Es interessiert Activision einen Scheißdreck. Selbst wenn wir alle deutschen YouTuber, alle deutschen, jedem Zuschauer mitziehen würden und sagen, wir kaufen es nicht, ja, dann wird halt in Deutschland weniger als 1% verkauft wie sonst. Es macht keinen Unterschied, das sollte jeder realisieren. Ich persönlich freue mich auf das Game. Es ist 100-mal besser als Vanguard, egal wie es aussieht. Das GBS Matchmaking, hatte ich das Gefühl, war am ersten Wochenende leichter, wenn man das so sagen will. Wir hatten gute Runden, anstrengende Runden, normale Runden, wie man sich das wünscht. Am zweiten Wochenende war es schon strikter, ob das jetzt war, weil wir Crossplay hatten mit PC, Xbox und PlayStation oder ob sie es dann nochmal hochgetuned haben, weiß ich nicht. Aber ich habe es mittlerweile akzeptiert und ich werde das ganze Jahr Content darüber machen, auch nächstes Jahr. Ich werde
über die guten Sachen sprechen. Ich werde bestimmt auch motzen zwischendurch. Und wenn jemand von euch nur Gutes oder nur Schlechtes darüber hören möchte, dann ist dieser Kanal hier wahrscheinlich auch einfach der falsche Kanal für denjenigen. Ich werde immer ehrlich alles Gute sagen. Ich werde immer ehrlich auch meine schlechten Gedanken darüber äußern, weil das einfach die Art ist, wie ich Content machen möchte. Ich möchte transparent sein, so ehrlich sein, wie ich kann. Und wem es gefällt, dem gefällt das. Und wem es nicht gefällt, dem gefällt es nicht. Aber ich persönlich hatte wirklich Spaß in der Beta. Und trotzdem ist es so, dass all diese Entscheidungen, die getroffen worden sind, eigentlich absolute Verarsche sind. Und daran merkt man auch daran, dass die Änderungen, wie im Video gestern ja gesehen, in Warzone stattfinden, aber im Multiplayer nicht, dass das Feedback von uns scheißegal ist, es interessiert wirklich keinen. Und der Multiplayer ist auch nicht mehr das Herzstück. Wir alle sind nicht mehr die Zielgruppe. Die Zielgruppe sind all die Sentinels da draußen, die von ihrem Sentinel-Job kommen, eine Stunde abends spielen wollen. Und es ist in Ordnung, man muss dann einfach für sich die Entscheidung treffen. Will ich mich daran anpassen, dass ich da wieder reinpasse, oder will ich etwas anderes spielen? Und der Gaming-Markt bietet für jeden Alternativen, jeder kann spielen, was er will, aber es ist die bittere Realität. Der Multiplayer ist nicht mehr das, was zieht, sondern Warzone zieht, der DMZ-Modus wird ziehen, Rebirth zieht, Fortune's Keep, was auch immer für kleine Karten da später kommen. Ich hoffe, ihr habt das alles so verstanden, wie ich das rüberbringen wollte. Schreibt es gerne in die Kommentare, vielleicht seid ihr auch anderer Meinung. Ich persönlich freue mich sehr als Spieler, als Creator, als Fan dieser Franchise. Ich war lange Fan. Ob ich es mittlerweile immer noch bin nach den letzten Jahren, weiß ich gar nicht so sehr. Aber auf dieses Jahr freue ich mich auf jeden Fall sehr. Lasst ein Like da, Leute. Lasst ein Abo da.